Ja, je 3 Stufen Balsam kriege ich plus 1. Aber ich kann Balsam jetzt gerade nicht mehr steigern. Opferliste. Drache, Sandon Kunga erledigt. Der alte Elko erledigt. Händlerin Jischka ist jetzt auch erledigt. Und die Archivarin Luisane. Oh, die ist auch dran, aber kein Arthur. Einfache Verbände. Und hier scheint es doch wohl lang zu gehen. Ha. Okay, die Kanalisation ist verbrochen. Als gedacht. Noch ein Holzfass. Alles fair, Docker und Ulmontee. Hier geht's aber auch lang. Da sind die Kultisten, okay. Die wiegen sich echt in Sicherheit. Wir dann wissen, wo geht's hier lang? Was gibt's hier? Außer Wolfsratten. Okay, die rissige Wand kann ich gleich einschlagen, wenn ich mich hier umgesehen habe. Geschlossene Gittertür, okay, die kriegen wir nicht auf natürlich. Das müsste Gladys machen. Wenn sie sie aufkriegt. Ja. Aber da hinten sind noch mehr Wolfsratten. Quellwasser. Achso, Quellwasser ist schon voll. Der eine Stack. Ja, das ist heißt rostige Nägel. Amazone voraus. Wird gemacht. Gut. Hier ist wohl der Durchbruch, wo die Wolfsratten eindringen. Ulmenholz. Auch nicht unpraktisch. So, dann gucken wir mal in den Raum mit den Wolfsratten.
gute Entscheidung. Oder der einen Wolfsratte. Ich nehme die Sache in die Hand. Du hast schon keine Munition mehr. Ich helfe. Wie viel Munition hast du noch? 14. Du bist leer geschossen. Okay. Wird gemacht. Alle mal hergehört. Oh, drei Bolzen. Schon mal nicht schlecht. Quellwasser. Ulmenholz. Noch mehr Ulmenholz. Frag mich, warum man eine Kanalisation mit so großen Räumen baut, in die sich dann nur Ratten einnisten. Amazone voraus. Na klar. So, hier haben wir mit Zwergnase die rissige Wand aufgespürt gehabt. Eine Mausefalle. Gute Entscheidung. Ich mach das schon. Ich helfe. Fellfetzen. Alle mal hergehört. In Ordnung. Wasser und ja, Zeug halt. Gut, okay, wir haben... da ist noch eine rissige Wand, oder? Ah. Mach mal Licht. Was haben wir hier Schönes? Kirschnermesser? Okay. Sehr viel Fell. Also ja, das Kirschnermesser geht an sie. Das bringt nämlich Tierkunde plus 2. So. Das heißt, die Seite haben wir jetzt ordentlich erkunden können. Kann einem fast schon Sorgen machen, dass es hier so groß ist. Das heißt, sie könnten die Kultisten ein ganzes Stück weit jagen. Ja, wir... Aus Respekt nicht über die Tote drüber. Und ja, die Blutflecken führen uns eh in diese Richtung. Speichern wir mal, dass wir das nicht alles nochmal machen müssen. Scheinen mehrere zu sein. Lassen wir die Feiglinge nicht entkommen. Ja. Kohle. Alles klar. Nochmal hier auf, Gladys.
Okay. Arquartus. Können wir leider gerade auch nicht steigern. Okay, versuchen wir es dann mit einer Haarnadel. Gut, haben wir eine Haarnadel verschwendet. Einmal versuche ich es noch. Vielleicht klappt es diesmal. Da braucht Gladys erst einmal. Bessere Fähigkeiten. Ah. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Da muss hier drin was sein. Komm, Gladys, zeig, was du drauf hast. Dann zaubern wir neues Licht. Das geht nämlich gleich aus. Hm. Dann versuchen wir es hier nochmal mit einer Haarnadel. Und simsalabim. Wir sind drin. Sehr schön. Und hier ist noch eine Truhe. Mit Blattgold und Edelstein. Achso, das Ulmholz geht an ihn. Die Sachen können wir mal an sie geben. So werden wir etwas leichter. Ja, Waffenbalsam könnten wir auch vorgeben, noch welches geben. Hat denselben Effekt wie ein Schleifstein. Aufgepasst. Nö, ist alles okay so. Amazone voraus. Vier Pfeile. Für sie. Ja,
Ja, die Lebensbalken über die Köpfe brauchen wir nicht unbedingt. Rostige Nägel und Fellfetzen sind okay. Gut, das heißt, den Geheimgang haben wir abdecken können. Ja, entweder rennen sie vor uns weg. Sie sind da lang. Okay, die Gittertür ist versperrt.